Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die SAP-Aktie. Natürlich, Eigenlob stinkt und deswegen dusche ich mich auch relativ häufig. Quatsch. Also nein. Also häufig geht eine Strategie, manchmal geht eine Strategie nicht auf, aber häufig geht sie dann doch wieder auf. Auf jeden Fall, kurzum, SAP kenne ich die Firma leider sehr gut. Ja. Entwickelt sich langsam zu einer Aktie, wo ich persönlich immer weniger investieren würde. Ja, also immer rein vom Unternehmen her. Ne? Also ihr könnt jetzt dann Charttechnik machen und allen möglichen Kram und dann traden und so weiter, wie ihr wollt. Aber rein vom Unternehmen her, wie sich das so entwickelt, auch von der Kultur und alles, also gibt es bestimmt bessere Firmen mit besseren Aussichten, ja, aktienmäßig. Also ich habe damals ja gesagt, nach diesem Absturz in diesen Quartalszahlen da und so weiter, ne, dass ich die sozusagen bis 1,30 oder so, schauen wir mal kurz an, was ich da überhaupt gesagt habe. Teuerungen und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin hier mehrfach reingegangen, habe ungefähr so 20.000 dann gehabt, umgerechnet in Euro. Und habe mir gedacht, ich lasse es jetzt einfach mal ein Jahr lang liegen und schau mal, was passiert. Und siehe da, wir haben in letzter Zeit wieder ein bisschen was gut gemacht. Ich bin jetzt natürlich im Plus und Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte damals, das war im April 2021, also vor 7 Monaten oder so, hatte ich den Plan, das ganze Jahr liegen zu lassen. Ich bin mittlerweile aber schon rausgegangen. Ja. Ein paar hundert Euro Gewinn gemacht, also sagen wir mal so 20% oder irgendwas von dem, was ich da investiert hatte. Ich glaube, insgesamt habe ich quasi so einen Gewinn. Über 2000 Euro oder sowas, ja, also war jetzt auch nicht die Welt. Aber ja, so ein Trade kann man mal machen über ein Jahr oder über Monate hinweg oder so, ja, wenn man die Firma einigermaßen gut einschätzen kann. Ja, auf jeden Fall haben die noch viel zu kämpfen, intern auch. Und ja, es gibt so die ein oder anderen Kunden, die gerade ein bisschen wackeln, wo halt, sagen wir mal, andere relativ, sagen wir mal, gesehen stärkere und einfach dominierendere globale Unternehmen da reindrängen. Ja, ich sage jetzt mal nur ein paar Namen: Salesforce, Microsoft und Adobe. Ja, Adobe hat was mit SAP zu tun. Ja, wer da noch mehr Infos will, soll es in die Kommentare reinschreiben, weil das ist eines meiner Spezialgebiete. Und dort habe ich bis jetzt auch noch nie Geld wirklich verloren. Und ja, vielleicht sollte ich auch insgesamt keine Aktien mehr kaufen von Bereichen, wo ich nicht so viel Ahnung habe. Okay.